Unser München mit einer weiteren Ausgabe für Sie und damit wieder viel Neues aus unserer Landeshauptstadt. Die SWM Bildungsstiftung gehört zu den größten Förderern im Bildungsbereich in Deutschland. Sie unterstützt gezielt Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche, für mehr individuelle Bildungsförderung und Chancengleichheit. Knapp 10 Millionen Euro wurden bisher an 146 Projekte vergeben. Einmal im Jahr verleiht die Stiftung zudem einen Förderpreis, der herausragendes Engagement im Bildungsbereich auszeichnet. Diesmal geht der an eine Grundschule, die für besondere Herausforderungen innovative und kreative Lösungen gefunden hat. Ich komme aus Togo. Ich komme aus Bangladesch. Ich komme aus Marokko. Ich komme aus Ukraine. Ich komme aus Somalia. Ich komme aus Bangladesch. Ich komme von Syrien. Ich komme aus Ukraine. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Italien. 80% der Schüler an der Walliser Schule in Fürstenried-West haben einen Migrationshintergrund. Das ist einerseits bereichernd, stellt die Grundschule aber auch vor große Herausforderungen. Deshalb hat sie ein umfassendes Förderprogramm entwickelt, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Wir sind die einzige Grundschule in München, in der alle ersten und zweiten Klassen jahrgangsgemischt unterrichtet werden. Unser Förderprogramm geht zum Beispiel von den Rahmenbedingungen aus. Gebundener Ganztag bedeutet, den ganzen Tag in deutscher Sprache Unterricht bekommen und nicht nach Hause gehen und dort in der Muttersprache wieder weiterzureden. Zweitens ist Lesen bei uns ein ganz wichtiger Punkt. Was können wir alles tun, um den Kindern Lesen näher zu bringen? Dazu gehören unter anderem eine umfangreiche Schulbibliothek und der Einsatz von Lesefüchsen, die die Kinder unterstützen. Das Konzept hat die SWM Bildungsstiftung überzeugt. Für dieses herausragende Engagement bekommt die Walliser Grundschule jetzt den Förderpreis der Stiftung, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Diese Schule hat besondere Herausforderungen zu bewältigen. Es gibt ja mehr als 40 Nationalitäten, die hier beschult werden. Und da weiß man, dass diese Kinder immer einer besonderen Förderung bedürfen. Es ist selten, dass eine ganze Schule ausgezeichnet wird. Deswegen ist das heute schon ein ganz besonderer Tag. Seit 17 Jahren fördert die SWM Bildungsstiftung Projekte in München, die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen verbessern. Denn die Anforderungen der Arbeitswelt, die die Jugendlichen später erwartet, werden immer größer. Ein guter Schulabschluss daher immer wichtiger für ein erfolgreiches Berufsleben. Naja, das Allerwichtigste sozusagen ist das Lernen der deutschen Sprache. Aber wenn das nicht gefördert wird, dann reicht sozusagen es auch nicht aus für die weitere Schullaufbahn. Deswegen ist Lesen und Schreiben lernen das Allerwichtigste, was wir da brauchen. Das Engagement der Schule, des Schulleiters ist außergewöhnlich. An der Schule reißt der Ohr, nette Menschen kennst du dort. Chancen ermöglichen, Erfolge erleben. Das ist das Motto der Stiftung. Ihre Unterstützung schafft bessere Startchancen für viele Kinder und Jugendliche. Der Weltspartag am 30. Oktober wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Die Idee des Weltspartags wurde im Oktober 1924 auf einem internationalen Sparkassenkongress geboren. Seitdem ist dieser Tag ein guter Anlass dafür, sich um den Aufbau eines Finanzpolsters zu kümmern. Denn Sparen ist ein Bedürfnis, das bleibt. Wie man spart, ändert sich jedoch. Das Weltspartag-Jubiläum will die Stadtsparkasse München mit besonderen Angeboten zusammen mit ihren Kundinnen und Kunden feiern. Eine ganze Weltspartagswoche lang. München strahlt in Sparkassen rot. Gleich drei runde Geburtstage feiert die Bank 2024. Dieses Jahr feiern wir gleich drei große Jubiläen. Die Stadtsparkasse München begeht ihren 200. Geburtstag. Der Weltspartag wird 100 Jahre alt. Und das berühmte Knacks-Magazin der Sparkassen für Kinder wird 50 Jahre. Und deswegen feiern wir sogar dieses Jahr nicht nur den Weltspartag, sondern gleich eine ganze Weltspartagswoche.
Als der Weltspartag ins Leben gerufen wird, geht es hauptsächlich darum, den Notgroschen zur Seite zu legen. 100 Jahre später beschäftigen sich Anleger aber auch mit der eigenen Altersvorsorge oder Investitionen im Immobilienbereich. Auch Michael Karl hat schon als Kind beim Weltspartag mitgemacht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich als Kind mit meinen Eltern zur Sparkasse gegangen bin und dort das Sparschwein, das berühmte Sparschwein, abgeben durfte. Und es war immer so eine ganz besondere Atmosphäre, es war alles schön geschmückt, es gab Geschenke und das Faszinierende war dann, wie das Geld vom Sparschwein in das Sparbuch gezaubert wurde. Damals wie heute sollen die Kinder spielerisch lernen, mit Geld umzugehen und etwas zur Seite zu legen. Das geht in der Weltsparwoche bei allen Filialen der Sparkasse. Die Filialen unserer Sparkasse sind das Herzstück der Stadtsparkasse und das seit 200 Jahren. Nämlich erste Anlaufstelle für unsere Kundinnen und Kunden und entsprechend auch zum Weltspartag haben natürlich unsere Filialen eine ganz besondere Rolle. Denn hier freuen wir uns, wenn unser Nachwuchs quasi mit Eltern und Großeltern dann zu uns kommt und ihre Sparschweine abgeben. Zum einen quasi gibt es dafür Geschenke, zum Beispiel Plüschtiere oder Trinkflaschen. Aber zum anderen lernen auch die Kinder und Jugendlichen sehr früh den Umgang bereits mit Geld und lernen auch, wie wichtig es ist, um sich seine Wünsche zu erfüllen, dass man vorher spart. Und wenn genügend angespart ist, sind Kinobesuche mit Freunden oder die gemischte Tüte am Kiosk auch kein Problem mehr. Die Stadtsparkasse München klärt dabei aber nicht nur auf, wie man am besten spart, sondern macht auch eine Malaktion mit einem Gewinnspiel. Die Stadtsparkasse München unterstützt seit vielen Jahren unseren schönen Tierpark Hellerbrunn. Und deswegen lautet dieses Jahr unser Motto, male dein Lieblingstier. Und jedes Kind, jeder Jugendliche, der zu uns kommt in die Filiale und bringt uns eine Postkarte mit dem gemalten Lieblingstier, bekommt zum einen ein Geschenk und zum anderen aber gleichzeitig ermöglicht es die Teilnahme an unserem Gewinnspiel. Denn auch dieses Jahr verlosen wir wieder 46 große Freikarten für die Familien zum Eintritt in den Tierpark. Dabei verschenkt die Stadtsparkasse aber nicht nur Eintrittskarten, sie nimmt auch ihren öffentlichen Auftrag wahr. Auch in diesem Jahr ist es uns wieder wichtig, Wünsche für Kinder zu erfüllen, denen es nicht so gut geht. Dementsprechend verbinden wir dieses Jahr auch wieder den Weltspartag mit einer Spende. Und dieses Jahr geht die Spende an die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz in München. Jede bemalte Postkarte ergibt 1 Euro Spende. Und entsprechend hoffen wir natürlich, dass ganz, ganz viele Postkarten zu uns kommen. Denn umso mehr dürfen wir dann spenden und tun das sehr gern. Wir sagen alles Gute zum Geburtstag und wünschen viel Spaß beim Malen und Tiere entdecken. Soweit unser München für den Moment. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Dann gibt es wieder die aktuellen Themen aus der Landeshauptstadt. Alle unsere Sendungen gibt es natürlich wie immer auch online in unserer Mediathek unter münchen.tv. Für heute bedanke ich mich fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm. Auf Wiedersehen.